Ein Vierzylinder mit 950 Kubik. Hast du mich verarscht? Du hast dir da mal eine Fliege. Achso. Ja, also das ist ein rein Vierzylinder. So Leute, servus auf dem Wheelers Channel. Ja, heute geht's los mit der ersten Episode von Wheelers Bike Talk. Ich hole mir immer Freunde, Spätzle oder andere Leute neben mir an die Kamera und wir reden einfach so kurz über gewisse Motorräder. Heute geht's los mit der Z900. Dabei habe ich heute den Patrick und den Vic. Und ja, wir sprechen heute mal in einer kurzen Zusammenfassung über die Z900. Wenn ihr ein ausführliches Fazit sehen wollt, dann müsst ihr mein Testvideo dazu anschauen. Und dann würde ich sagen, fangen wir wie immer an mit den Armaturen. So, wir haben hier ein LC-Display auf der Z900. Da streiten sich ja auch die Geister. Wie findet ihr das so, Vic? Mei, also grundsätzlich finde ich das nicht so gut, wenn die Bikes nur noch LC-Displays haben. Das ist dann oft mit der Ablesbarkeit nicht so geil. Aber da finde ich die Kombination ganz schön. Man hat das Display da in der Mitte und trotzdem noch einen fast analogen Drehzahlmesser. Ja, wobei der Zeiger ja schon auch digital ist. Ja, aber du hast halt wirklich die Zahlen dort stehen. Ja, was ich aber auch geil finde, ist, dass man eben halt den Drehzahlmesser sich selber gestalten kann. Du kannst drei Modis einstellen. Absolut, also ich finde das auch sehr gelungen, dass man das eben sich individuell anpassen kann. Ja, ich finde es auch wirklich nicht schlecht, den Display. Man kann dann auch bei Sonneneinstrahlung super ablesen. Ja. Also da hat sich jetzt keiner von uns eigentlich beschwert. Ja. Kannst du es auch viel anzeigen lassen. Also das reicht eigentlich, was das Ding kann. Das Einzige, was ich jetzt gar nicht so cool finde, ist, dass das Display an der Oberfläche eben ganz leicht zerkratzt. Aber da gibt es auf Amazon irgendwie für 20 Euro Schutzfolien und dann ist das eigentlich auch wieder getan. Und sonst muss ich sagen, sind die Armaturen eigentlich auf dem Standard, so wie man sie kennt. Also. So, kommen wir zur Sitzposition Kawasaki Z900. Bloß für euch zur Info, hier ist die originale Kawasaki Zubehörsitzbank drauf. Die ist ein bisschen besser gepolstert und höher. Und ja, dann würde ich mal sagen, Sitzposition, Vic. Was haust du raus hier als 2-Meter-Mann? Ja, also ich muss sagen, mit meiner Größe ist es tatsächlich nicht ganz einfach. Die Sitzbank an sich ist relativ bequem, da hockt man wirklich gut drauf. Also es tut einem auch nicht der Arsch weh, wenn man länger fährt. Was aber bei mir jetzt eher das Problem ist, ist der Kniewinkel. Der ist für ein Naked Bike, finde ich, relativ eng. Was aber ganz cool ist, ist die Entfernung zum Lenker. Also das ist alles relativ entspannt, finde ich. Da sitzt man bequemer drauf als bei der Z1000, finde ich. Also da habe ich auch einen Vergleich, die hat der Patrick vorher. Absolut. Und da ist halt anders, man hockt sehr vorderradorientiert. Das ist sportlicher, aber entspannter und insgesamt angenehmer, finde ich, ist die 900. Bis auf den Kniewinkel natürlich bei mir. Ja, also der Kniewinkel ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ich sag mal, wenn man sich jetzt mal wirklich im Vergleich, wie du jetzt gesagt hast, Z1000, Z900 anschaut, ist die Z900 definitiv das bessere Motorrad. Da brauchen wir nicht drüber reden. Sitzposition absolut gigantisch, vor allem mit der Sitzbank. Ich glaube, da kann man wirklich Kilometer schrubben ohne Ende. Wobei, ich muss halt wirklich sagen, also ich finde es für große Leute, also ich bin das Motorrad ja auch so, glaube ich, immer die längsten Strecken gefahren von uns jetzt. Und ich finde es geht mit 1,88 jetzt gerade noch so, aber es ist schon grenzwertig. Also und trotz hoher Sitzbank würde ich sagen, dass Leute über 1,85 müssen sich da echt Gedanken machen, ob sie das Motorrad auf längere Zeit überhaupt fahren können, weil es finde ich da echt eng wird. Kann ich mir schon vorstellen. Gut. Und was ich noch für ein Problem habe, das sieht man jetzt leider von der Seite nicht, aber wir blenden da jetzt auch mal ein Video ein, ist, wenn man seinen rechten Fuß, das ist der Fuß am Bremspedal, der stößt immer hinten quasi am Auspuff an. Und das ist so nervig, also das regt mich richtig auf und ich habe eine 42er Schuhgröße. Also es ist Katastrophe. Also ja gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur goldenen Mitte des Motorrads. Und das ist hier ein rein Vierzylinder mit 950 Kubik. Das ist quasi der Z1000 Motor, bloß ein bisschen gedownsized. 125 PS, 98 Newtonmeter. Mehr will ich jetzt nicht drauf eingehen. Und Vic, du als alter V2-Fahrer, wie ist so ein Japano? Ja, es ist wirklich super. Es ist was anderes, wenn man vom V2 absteigt und dann darauf, dass das alles gut weich geht und kaum Vibrationen zu spüren. Die Leistungsentfaltung ist wirklich toll und wenn man im zweiten Gang Gas gibt, da reißt die wirklich brutal an. Das kann ich mir nicht glauben. Und ich finde auch, man sagt ja immer, es ist ausreichend für die Landstraße. Das ist es aber definitiv nicht. Es ist wirklich viel und mehr als ausreichend für die Landstraße, würde ich sagen. Ich finde es auch richtig viel und ich finde es auch immer krass, dass sie das so als Wiedereinsteiger-Motorrad deklarieren. Also ich finde die Motorleistung halt ist schon Traktionskontrolle und nichts. Ja. Du hast halt nur das ABS und das war's. Also als Wiedereinsteigsbike oder als Einstiegsbike
würde ich die jetzt nicht betrachten, weil also die hat halt im Gegensatz zur Z1000, was wir ja auch hatten, ja, eine Fahrzeuglänge war die Z1000. Also es war wirklich ein Fotzenhaar, das kann man wirklich so sagen, also es war brutal. Nichts eigentlich. Ja. Eigentlich war es nichts, was... Da macht sich nichts, die Z900 hier mit dem Motor absolut eine Waffe. Also man muss vielleicht noch dazu sagen, mega schwierig zu fahren ist es jetzt nicht, also jetzt nein, auch bezogen auf die Leistung. Ja. Aber ja, du hast ist es halt, wirklich, ist ja, es mehr als genug Leistung da für die Landstraße, wer da mehr braucht, der labert scheiße. Ja genau, also ja, du hast halt eine super tolle Gasannahme. Aber es ist schon gut Bums. Also ich finde halt, ja, mich stört es jetzt auch nicht, dass sie keine Traktionskontrolle hat, nee, jetzt im Trockenen. Nicht, gar nicht. Aber gerade jetzt bei Regen oder so, das dem Fahranfänger zuzumuten ohne Traktionskontrolle, ja, wenn der nicht so firm jetzt ist mit dem Motorrad. Ja, mh, im Regen. Also da muss der muss halt fahren können. Wenn ja, das jetzt saugeiler Motor, soundtechnisch ist halt jetzt so eine Sache. Ich muss sagen, das Ansauggeräusch haben sie echt gut hingekriegt. Also sie klingt von unten her sehr, ja, geil. Auspuffklang ist halt so, ist jetzt nicht schlecht, aber... Ja, für den Fahrer, sage ich mal, reicht es, um dieses gewisse Feeling beim Fahren zu kriegen durch das Ansauggeräusch, finde ich, reicht. Also das, ja, weckt schon Emotionen in mir. Es ist halt für außenstehende Personen vom Auspuff her einfach nicht laut, aber ja, mei, so kriegst halt weniger Stress. Ein Ticken lauter könnte es sein, ja, aber es ist kein schlechter Sound, das muss man, ja, schon sagen. Ja Leute, dann kommen wir zum Fahrwerk. Richtig. Wie fährt sich jetzt die Z900? Neutral. Patrick? Also ich finde es total neutral, aber sehr bequem. Es ist sehr auf Komfort ausgelegt, im Gegensatz zu anderen Naked Bikes, finde ich. Also es ist ein sehr, sehr verzeihendes Fahrwerk. Ja, definitiv. Was ich auch interessant fand, ist ja, dass die Z1000, die du hattest, und die Z900 ja eigentlich fast gleich wiegen. Ja. Und die Z900 ist einfach viel spielerischer, ja, die, ist, agiler, die fühlt agiler sich einfach vom Sitzen her und wie du sie in die Kurve werfen kannst, ja, einfach viel, viel leichter an. Also ja, die Z1000 ist viel, viel stärker gewesen. Ja. Die hast du ja wirklich in die Kurven reinprügeln müssen, rausziehen müssen, da ist die deutlich angenehmer, ja, zum Fahren. Also als ich die das erste Mal gefahren bin, da hätte ich gedacht, die wiegt mindestens 20 Kilo weniger als die 1000er, ja, aber ist ja nicht so. Nee, ich glaube, die ist sogar ein paar Kilo schwerer. Also ja, ich weiß es jetzt nicht ungefähr, aber es ist ungefähr gleich. Level, aber fühlt sich komplett anders an beim Fahren. Dieses neutrale Verhalten, das der Patrick ja schon angesprochen hat, die fährt halt einfach dahin, wo man hin will, macht keine Zicken, fährt so, wie sie soll. Jetzt gibt es allerdings noch zwei Kritikpunkte, die ich finde, die gar nicht gehen. Allerdings muss man auch sehen, das ist ein Anfängerbike. Also einmal ist es die Fußrastenanlage und das finde ich ist ein richtiger Graus, weil die schleift so schnell. Ja. Also da hocken sich Leute drauf, die das erste Mal mit dem Motorrad fahren auf unserer Hausstrecke. Ja. Vor allem beim ersten Mal, wenn man da so fährt, ja, da rechnet man ja nicht damit. Man glaubt ja nicht, dass jetzt bei so einem doch relativ sportlichen Bike die Fußrasten aussetzen. Und wenn man dann in der Kurve drin hängt und schleift auf einmal, ich bin richtig erschrocken. Ja, also so, dann kommen wir jetzt noch zur Bremsanlage. Wir haben hier ja eine Doppelscheibenanlage vorne montiert mit, jetzt kommt eigentlich relativ ungewöhnlich für die heutige Zeit, einer konventionell verschraubten Bremsanlage. Da dachte ich mir am Anfang so, oh Scheiße, ob das gut bremst, aber ich finde es in Ordnung, finde ich, Bremserei. Einwandfrei, es passt wieder in dieses komplett neutrale Konzept, es ist wirklich eine gute Bremse, aber kein jetzt zu krassen ersten Druckpunkt, also ist einfach zu dosieren, ist wirklich okay, also ja, da kann man eigentlich nicht so viel Schlechtes sagen und vielleicht noch ein Punkt zu den radial verschraubten Bremszangen. Das ist auch sowas, die ganzen heftigen Bikes oder selbsternannt heftigen, ja, Bikes haben das alle, weil man es ja in der MotoGP so hat. Ja. Aber wenn man jetzt die sieht, ja, also merkt man einfach, dass es nicht unbedingt sein muss. Also ich dachte mir auch am Anfang, weil ja, man hört ja immer, oh, jetzt ist das eine konventionell verschraubte Bremse. Aber ganz ehrlich, also es ist also für die Landstraße voll ausreichend. Für die Landstraße wirklich top. Ja gut, dann würde ich sagen, jetzt sind wir eh schon fast durch. Jetzt würde ich noch sagen, Optik, Daumen hoch oder Daumen runter? Daumen hoch, definitiv. Was ist das? Ich bin immer noch so zwiegespalten, ich weiß nicht, also allein durchs Fahren würde ich sie mir kaufen, Optik ist halt immer noch so, ich weiß nicht, ich bin halt eher so der Z1000-Typ. Ich habe gar keine Ahnung. Ja, genau, ja, ich habe halt einfach keine Ahnung. Ja, Z1000-Fahrer hat man ja keine, ja, Ahnung. Warum man, der Felling halt weitergehen. Nee, was ich noch sagen möchte, ist so ein Makel an der Optik, der mich echt stört, ist hier dieser Tankbereich, der verkratzt so krass, also ich weiß gar nicht woher, das Motorrad steht einfach nur und gefühlt kommen da Kratzer hin, wahrscheinlich durch die Luft oder so, die da drüber geht. Ich weiß es nicht, also das ist echt nicht so geil und ich frage mich wirklich, woher die kommen. Aber so, mir gefällt das Bike richtig gut und ich wollte auch genau diese Farbe jetzt haben für dieses Projektbike, weil ich das mit dem Rahmen einfach am geilsten finde.
Und ja, das war's so von uns zur Z900. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen zum Bike, dann schreibt es unten in die Kommentare. Dann würde ich sagen, danke Patrick, danke Vic. Gerne. Dann war's das soweit von der Z900. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Servus. Servus.